Willkommen zurück bei Sherlock Holmes. So, wir müssen hier irgendwie fragen. Immer noch. Bisschen komisch ist das. Wen soll ich denn da noch fragen? Da ist keiner mehr. Are you able to help me? I am sorry to disappoint you, but I don't know about that. Ey, sag mal. Die wissen immer alle nix. Was soll denn das? Steh nicht. Okay. Gucken wir mal, ob wir das finden. Von den Minen meines End ausgehend verlaufen Schienen bis nach Silverton. Ich habe diese Münze dort versteckt, wo die Schienen auf das Meer treffen. Na, das werden wir ja wohl finden. So, von den Minen in Miners End. So. Na, hier, oder? Gib mir die Schienen hier. So. Wo die Schienen auf das Meer treffen. Okay, dass wir wenigstens die finden. Pff. Unglaublich. Bis nach Silverton. Ach so. Ach, noch weiter oder was? Was, bis da runter? Ja, gehen wir doch gleich dahin. So. Was? Da hat irgendjemand gesprungen. Did you hear another sailor drowned on the beach? What an idiot. Oh, oh, oh. Herausfinden, wo und wie der Matrose ertrunken ist. Okay, Strand und Werk. Okay, da war eine neue Unterhaltung hier. Did you hear another sailor? Okay. Geschichten über Sirenen. Am Strand unweit des Friedhofs fand man eine Leiche eines ertrunkenen Matrosen. Auf der Insel erzählt man sich Schauergeschichten über Sirenen, aber das ist nur Aberglaube, oder? Okay, neuer Ort, ertrunkener Matrose. Der Gesang der Sirene. Du kannst dich mal... So. Nee, falsch rum. Mein Gott. So. Wo die Schienen aufs Meer treffen. Das heißt irgendwo da hinten wahrscheinlich, ne? Dann eher da unten. Bin ich mal gespannt. Da ist was. Oh, ich hab sie. Mother's shrewd deduction revealed an archaeological Eldorado back in England. This coin was just a part of what she and my father dug up. A real English double florin. This one is from the 14th century. I think they discovered two of them in the River Tyne. No others are known to exist. Doppelflorin. Okay.
Okay, die haben wir. Die nächste. Bycroft beobachtete einst Leute, die den Hintereingang des Legacy-Theater im Südle nutzen. Er versteckte meine Münze in einem Spielzeugboot, das unter seinen Beobachtungsposten schwimmen soll. Was? Ja, was ist los? wo war denn das wieder? Legacy Theater, also. Okay, gucken wir mal. Das war doch hier irgendwo, oder? Oder hier? Ne. Da, da ist es. Okay. Die den Hintereingang benutzten. Okay, also wir müssen hinter reingehen. Also hier ist der Hintereingang, ne? So. Er versteckte eine Münze im Spielzeugboot. Das unter seinem Beobachtungs... Mycroft beobachtete einst Leute. Hä? Ich habe keine Ahnung. Was? Nö. Was denn für ein Spielzeugboot? Willst du mich verarschen? Das hier ist doch der Hintereingang, oder nicht? Oder? Im südlichen Teil. Nee, das ist vorne. Das ist andere, der Hintereingang. Dann ist das hier der Hintereingang, oder was? Na gut. Ist hier wieder ein Spielzeugboot? Da ist ein See, warte mal. Vielleicht hier ein Spielzeugboot. Irgendwo. Hier im Wasser vielleicht. Kein Boot. Aber es scheint aber richtig zu sein, oder? Was fuchtelt denn der da rum? Gucken wir auf der anderen Seite. Wer ist hier irgendwas? Ich dachte eher im Wasser jetzt, aber da liegt ein Buch. Vielleicht mal rüberlaufen. Hä? Da ist nichts. Da ist kein Boot. Versteckte meine Münze in einem Spielzeugboot, das unter seinem Beobachtungsposten schwimmen soll.
Oh, oh. Was? Was labert der? Hä? Da ist nichts. Da ist kein Boot. Der verarscht mich doch, oder? Da ist auch kein Boot. Hey, mit Feuer spielt man nicht. Hallo? Der pustet mich an. Ich glaube, es hackt. Ja, pff. Hier ist aber kein Wasser mehr, nix. Hier ist noch ein Brunnen, aber das glaube ich aber nicht. Nee. Da ist auch noch einer. Entweder bin ich so blöd jetzt, oder? Ich verstehe das nicht. Wo soll das sonst schwimmen? Hier ist nicht so, hier ist kein Wasser mehr. Es ist nur da oben Wasser. Das unter seinem Beobachtungsposten schwimmen soll. Hä? Wenn ich so mache, dann sehe ich auch nichts. Warte mal, vielleicht da hinstellen. Ist das jetzt wieder ein Trick oder was? Vielleicht meint er gar kein Boot. Ich gehe noch auf die andere Seite. Hä? Jetzt bin ich überfragt. Und wer weiß, was der überhaupt meint. So, hier ist der andere Eingang. Aber hier ist kein Wasser, oder? Oder ist hier Wasser? Warte mal, da unten. Da unten vielleicht. Da ist ein Boot. Moment, Moment. Das ist doch kein Spielzeugboot. Hallo, wie komme ich jetzt raus? Also. Hier? Hä, witzig. Ich glaube, die meisten werden jetzt lachen, wenn ich das unter seinem Spielzeugboot schwimmen soll. Ja gut, diejenigen, die das Spiel schon kennen und wissen, wo alles ist, die werden jetzt lachen. Aber ich bin gerade ein bisschen dumm. Da! Da ist ein Boot! Oh mein Gott! Oh, geht's noch gestörter? A Zecchino of the Republic of Venice. This one dates back to Marino Faliero, who was executed for attempting a coup. Big ambition, poor organization. Boah, geht doch schwerer. One wealthy collector wanted this coin so badly that he dared to intrude upon my father's funeral to convince mother to sell it. Mycroft showed him the door. So, das war Zecchino.
Oh mein Gott. Ja, das ist ja verrückt. Ah, da muss man ja... Also diese kleine Dingsboot, ne? Das hätte ich im Leben nicht gesehen. Im Leben nicht. Ich war vor dem Lockdown hier. Euer Sokolova. Was? Suchen Sie etwas? Schöner Stein. Oh. Oh, guck mal. Wie heißen die Dinger? Hochrad oder so, oder? Oder Röhnrad? Nee. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Münze gefunden. Das heißt, dann können wir jetzt hier in der nächsten Folge weitermachen. Und in... Ja, Elvis ist auch da. Und in der nächsten... Huch! Und in der nächsten Folge können wir dann die nächsten Münzen mal versuchen zu finden. Was uns wahrscheinlich wieder nicht gelingen wird, aber mal sehen. Ich mache erstmal eine Pause nach diesem Schreck. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Sherlock Holmes Chapter 1. Tschüss!